Was soll's auch anderes sein? Okay, wir brauchen einen gefallenen Ritter auf die Hand für Ulrich. Danke. Danke. Mal einer, der auf uns hört. Das ist eine saugute Hand eigentlich. Weil wir können Junior versuchen, in der ersten Runde durchzukriegen, oder wir holen halt sein Gruselkabinett raus. Corporations are people too. We're but a handful who still wear the colors. Come at me if you must, but don't take this sword a toy. Komm schon, zeig uns dein Gruselkabinett. Und es ist kein Gruselkabinett, okay. Any diamonds for little old me? Ever faithful to the flaming rose. Das ist nämlich das Geile, was Bettlerkönig auch möglich macht. Dadurch, dass wir mit dem Profit kriegen, aber ein Tribut von 2 zahlen. Wir kriegen den Tribut ja wieder zurück. Das heißt, der Kleriker der flammenden Rose gibt uns 2 Münzen. Jetzt können wir nächste Runde einen Anführer benutzen und gleich mit Senior mit einem Tribut von 3 Karten verwandeln. Shit. Map's upside down again. He venerates not the fire. This will be yours, boy. Wanna know if you survive. Jetzt haben wir den Senior in der ersten Runde rausgepackt. Jetzt muss aber Gruselkabinett kommen, mein Freund. Logic sows chaos. Okay, hat er tatsächlich gar nicht. Ja, guck mal, natürlich für Tag des Zorns gut. Müsste eigentlich erstmal, aber ich will eigentlich. Ja, ich brauche einen Priester auf dem Feld. Aber wenn ich Ferko nicht für Tag des Zorns opfer, dann ist es auch doof. Und jetzt ein Helvit. Helvit macht mir halt irgendwie ein bisschen zu viele Punkte. Weil ich schätze, wir werden für später noch genug Platzprobleme kriegen. The amulet. You are worthy neither of mercy nor forgiveness. Und er nimmt ja auch nicht wirklich die Lakaien weg. Na, wir haben das schon mal. Also es gibt auch eine Jackpot-Kopfgeld-Variante irgendwer. Weil ich eigentlich noch Exkommunitionen verwenden will und damit vielleicht noch eine weitere Taktikkarte rausholen will. Fistech will ich mir für später aufsparen. Ich glaube, wenn man wirklich eine lange Runde spielen könnte, Fistech eine lange Runde ziemlich gut sein. Wie viel Tribut haben wir jetzt eigentlich schon gezahlt? 5, ne? Du hast 2, das heißt, wir haben noch 4 hier. Ein Jack und ein Hammer. Ah, the digits dropped off. Now we must sew them back on. Excom dient ja auch dazu, dass wir vielleicht besser ziehen in den nächsten Runden. Okay, den hat er eh zum Bluten gebracht. Oh, das ist sexy. Das ist so sexy. Das ist unbelievable sexy. Doppelverbrechen.
Okay, wir haben die erste Runde auf Even gewonnen, weil er sein Gruselkabinett nicht auf der Hand hatte. Frage ist, will ich jetzt zweite Runde pushen? Ich meine, wir können nicht verlieren, aber wir wollen eigentlich Savola rausholen. Und Siggi, weil danach hat er auch nicht mehr viel. Frage ist nur, ob wir Fistich die Runde brauchen. Für die nächste Runde können wir immer noch einen Himmelfahrt holen, ne? Aber eigentlich ist doch Fistich vielleicht jetzt schon gar nicht mehr so verkehrt. Alleine für die Münzen. Wobei, brauche ich so viele Münzen? Ja, ich will lieber einen Himmelfahrt haben eigentlich. Na, ja, kacke. Give what we demand and not harm a hair on your wenches. Jetzt kann er mit Gruselkabinett den nicht töten. Face-Deck macht mir momentan am meisten Spaß. Oh, das wechselt eigentlich häufig, Zaraboss. Ich mag immer auch ganz gerne eigentlich Krabbspinnenkönigin bei Monstern, also so Todeswunsch. Ah, da ist die Anführerfähigkeit raus. Na, na, na. Fortunately, transformation robs them of speech. Ich glaube, wir gucken mal und ich versuche in der nächsten Runde einfach einen Himmelfahrt rauszuholen. Ich will natürlich eigentlich schon seinen Savola rauskriegen. Aber mit der Anführerfähigkeit bin ich schon zufrieden. Ja, wenn wir nächste Runde wirklich mit Bank noch Himmelfahrt kriegen, dann wäre es eine echt geschmeidige Runde für uns. Ich meine, sein Gruselkabinett ist raus. Gruselkabinett ist das, wovor ich tatsächlich am meisten Angst mit hatte, weil er kann einfach die ganzen Tokens zerstören. Der kostet ja nicht viel Aufwand. Da macht er, zahlt er zwei Münzen, ist zweier Token weg. Und jetzt haben wir seine Anführerfähigkeit zumindest raus, was uns vielleicht einen kleineren Vorteil bringt. Wir brauchen nur Himmelfahrt. Himmelfahrt kann richtig sick werden. Okay, Bettlerkönig schon mal gar nicht. Gemeinde lege ich, glaube ich, auch ab. Einen gefallenen Ritter. Ja, kriegen wir trotzdem hin mit Himmelfahrt. Appeals can be filed within 7 years. Bank gibt uns 6, das heißt, wir kriegen 7 Karten zu sehen. Das Einzige, was wir nicht sehen dürfen, ist eigentlich eine unserer untersten Karten. Und er kann die nicht aufhalten aktuell. Da ist er. Jetzt wird's gut. Und wir kriegen den gefallenen Ritter wieder. Und nächste Runde können wir uns noch einen gefallenen Ritter wiederholen. Und dann können wir Jack ausspielen. Und dann haben wir noch die Flamme. Oh, das wird so gut. Aber das ist immer schwer zu sagen, Panama, weil jeder hängt anders fest. Einfach das Simpelste, was man geben kann. Also erstmal immer Spaß haben, so. Das ist die Standardantwort, ne? Weil wenn es dir keinen Spaß macht, wirst du ja wieder aufhören. Einfach spielen. Und wenn man wirklich mit jedem Spiel Erfahrung dazu erhält, dann vielleicht sich irgendwie ein paar Leute angucken, die auch spielen, worauf die so ein bisschen achten aktuell. Und dann kriegst du es von alleine hin. Einfach ein bisschen spielen, weil je mehr du spielst, desto besser wirst du. Das ist eigentlich relativ simpel. Ah, er will Himmelfahrt ein Kopfgeld geben. Ne, er läutert den. Okay, wir können noch einen verwandeln. Jetzt haben wir schon 3 Ritter auf dem Feld. Und jetzt kommt Jack. Oh, das ist doch gut. Und dann können wir noch einen weiteren, weil wir haben noch einen weiteren gefallenen Ritter, glaube ich, auf dem Friedhof, oder? Ne. Kann ich noch irgendwas Tolles wiederbeleben?
Ja, höchstens Punkte, ne? Ich könnte einen Kleriker wiederbeleben. Ich meine, wir müssen ja eh keine opfern, also kann ich die auch verwandeln. Ich liebe Himmelfahrt, wenn er sowas machen kann. Mehr spielen wir sowieso nicht mehr. Ah, deswegen. Ich glaube, das Beste, was wir ihm vergiften können, ist Passiflora. Ich könnte jetzt aber auch erstmal noch einen Tag des Zorns benutzen. Weil wir würden sowieso nur Syndikatskarten verbessern. Jetzt der König steckt mir nochmal so eine Münze rein. Es wird echt hart, für ihn aufzuholen. Gut, dass wir gewartet haben. Da haben wir noch ein besseres Ziel zum Vergiften bekommen. Firestorm. Jetzt kommt seine Savola-Kombo. Naja, er ist 52, er liegt fast 50 Punkte hinten. Und jetzt hat er halt schon wieder aufgeholt. Das ist halt einfach nur pervers. Ich meine, gut, wir haben trotzdem mit 34 Punkten vorne gewonnen, aber ja. Der Sieg in der ersten Runde und dann, dass wir das Gruselkabinett so schnell rausgekriegt haben, das war halt wichtig. Weil das Gruselkabinett hätte letzte Runde echt übel werden können. Der hätte uns halt die Ritter noch wegschießen können. Aber dass Anführerfähigkeiten Gruselkabinett rausgeflogen sind, war... Das ist halt das Gefährlichste, wirklich. Jackpot hat nicht viel Angriff, außer die Karte. Die Karte ist halt echt, da musst du aufpassen. Jetzt sind wir den tatsächlich noch ein bisschen aus, ne? Das habt ihr nicht von mir. Oh, Inferno Gout. Okay, was Sklaven könnte unangenehm werden. Weil die klauen uns die Ritter. Ja, nicht das, was ich haben will. Ha, was will ich noch ablegen? Spielen gegen Versklaven. Ich weiß nicht, ob wir Gift unbedingt erste Runde brauchen. Zur Not hätten wir noch einen Ferko. Tag des Zorns haben wir nämlich auf der Hand. Give what we demand. Ich benutze lieber eine Anführerfähigkeit. Ich möchte den nicht um 5 Punkte verbessern. Weil der wird sich noch so viel verbessern. Die Decks sind meistens, also in der YouTube-Beschreibung sind die Decks drin. Ach du Heiliger. Huff. Jetzt verbessere ich ihn doch. Oder wenn du Ausrufezeichen Decks hier im Stream eingibst, kriegst du die Decklisten, die wir spielen, auch zu sehen. Also die von heute und die, die wir gestern gespielt haben. Befehl ist sogar tatsächlich gar nicht die nördliche Spezialität.
Also das hat man früher gesagt, aber das haben sie geändert. Okay, er klaut ihn sich. Weil Befehl haben mittlerweile so viele Karten. Ich glaube, die nördliche Spezialität ist größtenteils der Cooldown jetzt geworden. Dass man das Ding geklaut hat, ist schon durch. Die Spezialität der nördlichen Königreiche ist halt gut. Die einzige an Schlüsselwörter, das glaube ich betrifft Inspiration. Cooldown, Ladung haben ja auch mehrere. Eifer gibt's halt. Boah, weiß nicht, was noch. Das haben sie bei den nördlichen bisschen rausgenommen. Na, wir kriegen leider den Ritter nicht mehr wieder. Wir können leider nicht. Ich muss hoffen, dass ich durch das Zweieropfer mit Exkommunition irgendwas Gutes ziehe. Irgendwas richtig Gutes. Ja, stimmt, Geduld haben sie neu dazu bekommen. Also sie benutzen den Befehl schon am stärksten. Formation, genau, stimmt. Das ist auch nötig, exclusive. Jetzt müssen wir was Gutes ziehen mit XCOM. Komm, gib uns was Gutes. Oh, Hellwied. Hellwied macht die erste Runde so viel besser. Können wir noch Flamme benutzen? Tag des Zorns. Ja, stimmt. Duell ist auch ihre Fähigkeit. Es gibt keine andere Karte, die duellieren kann. Früher gab es andere Karten, die noch duellieren konnten, aber das haben sie auch rausgenommen. Okay, ich glaube, ich benutze jetzt sogar etwas Schmuggel. Ah, stimmt. Tavernenschlägerei, ja. Gab es nicht noch eine andere Karte, die duellieren konnte? Nee. Nee. Logging. Okay. You. Yes, you. Have you made your offering? Passt. Schade, dass du keine Ortschaft bist. Dann hätten wir die heilige Flamme noch für die nächste Runde. Das wird ja halt echt wesentlich besser machen. Okay, das ist nicht die Hand, mit der ich unbedingt pushen will. Ja, jetzt haben wir den Ulrich gezogen, aber ist mir vielleicht trotzdem zu schlecht. Ich meine, seine Anführerfähigkeit ist auch schon raus für die lange Runde. Ich weiß nicht, aber Doppel-Kedavin-Kombo, ich meine, unsere besten Karten haben Schleier. Die kann er nicht vergiften. Und dann kriegt er auch nur wenig Punkte wieder. Und selbst wenn er die gefallenen Ritter zerstört, können wir sie vielleicht noch mit dem Himmelfahrt wiederholen. Wir müssen nur Himmelfahrt ziehen, ne? Und wir brauchen noch ein 7er Tribut. Das heißt, wir müssen eigentlich noch Senior ziehen, Salamandra und Jack. Wir brauchen von den Karten zwei, ansonsten ist der Bettlerkönig auch raus. Er zieht nur seine stärksten Goldkarten, aber will jetzt trotzdem noch eine rausholen. Naja, das ist das Problem, du kannst mit Kevade jetzt halt nichts opfern. Ne?
Ja, das haben wir schon mal besprochen. Ne? Ich meine, Dima Vendra, die Flamme macht halt, wenn du eine Dima Vendra ausspielst und du hast den Flammenslot, du hast maximal 18 Plätze, macht die Flamme dann halt 16 Punkte. Aber dann brauchst du auch ein komplett volles Board. So. Ich weiß nicht, wie leicht das ist, hinzukriegen. Weil es ist schon jetzt manchmal schwierig, das komplette Board einmal oder zweimal zu füllen. Du hast da zwei, drei spezielle Karten. Von daher weiß ich gar nicht. Die Mavendra auf den Trüffel ist halt genauso gut fast. Macht halt 6 Punkte zuverlässiger. Was macht der? Weil er keine Einheit ausgespielt hat. Ach, stimmt. Oh mein Gott. Wir brauchen Jack. Natürlich ziehen wir den Bettlerkönig. Wir haben Jack auf der Hand, ne? Wieso? Jetzt ziehe ich hier auch noch einen Bettlerkönig. Egal. Behold, Nilfgaard's Iron Might. If we're to murder and pillage, ja, das war sehr schlecht von uns tatsächlich. Das war sehr schlecht, dass wir Bettlerkönig gezogen haben. Wir hatten Jack auf der Hand. Ich habe nur bei Jack nach der blauen Karte gesucht, aber der ist ja jetzt schon in seiner Endform. Kann uns halt nur eine klauen. Naja, wollte wahrscheinlich mit Kriegslist irgendeine schlechte Bronzekarte rausholen, hat es aber nicht geschafft. Königsmörder. Goddamn fools. I shall save humankind from what my vision. Kann sich den auch noch klauen. The eternal fire lights our way. He venerates not the fire. Wenn wir haben eh nichts Tolles zu wiederbeleben, dann sparen wir uns die Münzen für den Senior auf. Oh, dass wir Bettlerkönig auf der Hand haben, ist so bitter. Wir können sowieso, wir können nichts wiederbeleben mit Himmelfahrt. I shall flog them into submission. Er wird auch noch einen Terra Nova haben. I despise Dimeritium. The child's scars are proof. You wanna know how I got these scars? Dann kann er ihn sich wenigstens nicht holen mit Dingensieb. Mit einem Gnadenstoß, weil ansonsten hätte er die Ritter verbessern können und er kann sich ja nochmal so einen Ritter holen. Dann hätte er mehr als nur einen holen können. Ich denke, er wird noch einen Terra Nova haben. Ja, aber jetzt kann er mit Gnadenstoß den zum Beispiel nicht holen. Wobei ich weiß nicht, ob er Terra Nova hat. Was gibt dann zurück auf die Hand? Wahrscheinlich den Vierer. Wahrscheinlich gibt er uns einen von denen zurück auf die Hand, weil was anderes geht nicht. Resistance shall not be tolerated. Okay, dann zogen wir noch einen Platz weg. Like to see what's behind my back, eh? You sure? Er wird auch nichts Gutes gezogen haben, ne? Weil mit Kelvade, er hat schon all seine Goldkarten raus. Kaiserlich hat er gezogen. Bitte kein 4 Schaden oder so, das wäre ganz nett. Ist nur 2 Schaden, die Münzen kann er eh nicht benutzen. Es sei denn, er kriegt wirklich nochmal einen Himmelfahrt, aber dann kriegt er eh genug Münzen. Aber ich glaube, das werden wir trotzdem verlieren.
Er kann aber auch Karten zurückgelegt haben. Leichengift. Das war also die Leichengift-Kombo. Hark, Brothers. These are the words of Scripture. Smash your noggin, Brothers! A note from the Scoia'tael! You'll die by my sword! Der Bettlerkönig ist halt so traurig mit. Sieh jetzt die Frage, was ist deine letzte Karte? Das ist eine Schildkröte nur. Dann haben wir noch gewonnen. Aber der Bettlerkönig hat halt so viel vermasselt. Guck mal, zeig ihm sogar noch. Ja. Wir haben den Bettlerkönig auf die Hand bekommen. Der hätte halt nochmal eine extra Karte plus seine 11 Punkte noch gehabt, ne? Oder ne, wie viel hat er noch? Tribut 5, das heißt, der wäre noch insgesamt 9 Punkte wert gewesen. Plus, wir hätten eine weitere Handkarte. Also, wenn du Bettlerkönig in dem Form auf der Hand hast, wir haben 13 Punkte oder so verloren. Aber gut, dadurch, dass er in der zweiten Runde keine Bronzeeinheit gezogen hat und halt Steffen geopfert hat, hat er deswegen verloren, ne? Aber ja. Bewegung. Pride is all we've left. Nope, kein Bettlerkönig. Können vergiften. Ich weiß nicht, ob wir vergiften in der ersten Runde so gut können. Aber Ferkusch gefällt mir schon relativ gut. Kommt drauf an, was er für ein Deck spielt halt. Aber vergiften könnte in der ersten Runde ganz nett sein. Eine Gemeinde. Ja, ich brauch's halt leider nicht, ne? Wenn ich sowas wie Fetzen oder so verschenken könnte, ihr wisst, ich würde es verschenken, aber ich kann es leider nicht. Melena. Das ist auch das Problem. Milva ist halt sehr böse gegen uns. Also alleine gegen Squad Hell ist Firestorm nicht toll. Weil er kann einfach mit Milva die Zweier zerstören. Das heißt, er kann bewegen die Runde und er wird immer ein Ziel haben. Was er wieder, womit sie wieder ins Deck reinkommt. Das heißt, er kann ganz einfach die Vierer bewegen und er macht es nicht. Weil er Milva spielt. Er hätte einfach die Vierer bewegen können. Er kann die Vierer hinbewegen und jedes Token, was ich erschaffe, macht er einfach kaputt. Pen Ikea. Ted Dayred is nigh. Verwandeln mal 2. Du darfst einfach nichts ausspielen. Ach, das ist nicht so schlimm, wenn du ein paar Token wegnimmst. Damit müssen wir halt rechnen. Er verliert immer einen Punkt. Ich meine, gut, es kann ihm egal sein, aber. Er verliert immer einen Punkt. Wir werden jetzt erstmal Helvid benutzen und mit Helvid dann 2 Karten in Senior verwandeln. Die wird er natürlich aber auch schnell kaputt machen. Milfschnitten. Kater ist ja gerade nicht da. Blacky liegt. Nee, der ist nicht da. Entweder der ist hier in seiner Höhle, aber da sehe ich nichts, weil alles dunkel ist und Blacky ist ein schwarzer Kater. Oder er ist ein Schlafzimmer gedackelt. The elders must put a stop to this rebellion, else they will face devastation. This grimoire. By denying tenants, you confirm your guilt. Gut, wir benutzen die nur 3-mal, weil ich brauche die Münzen, um mit Senior zu verwandeln. Schiff spielen wir gar nicht, irgendwer. Schiff ist nicht im Deck drin. Wir haben Bettlerkönig. Bettlerkönig, besseres Schiff. I'll get it done.
Jetzt mach das mal richtig. Er bewegt ihn mit dem Anführer, nimmt uns alle Tokens weg, oder? Jetzt sag mal bitte wieder nicht, du bewegst das Zweier-Token nach hinten. Du bist einfach die hellste Birne von komplett Mexiko, Junge. Der vermisst so viele Punkte. Das ist ihm noch nicht mal aufgefallen. Okay, er spielt definitiv als Sur. Er spielt definitiv als Sur. Ja, wir müssen fast zweimal Anführer benutzen. Aber von den Punkten aufzuholen, kann es halt auch echt knackig werden. Ich überlege gerade, ob einmal Anführer ausreicht. Ich meine, wir können ihm danach noch mit dem Pfistich was vergiften, aber machen wir genug Punkte. Ich fürchte fast nein. Oder wenn wir jetzt den hier ausspielen, sagen wir mal, wir kriegen eine Vierer. Den, wir würden den verwandeln, ich will nicht zwei Anführer opfern. Das heißt, der Senior haben wir 4, 11 Punkte, vergiften wir nochmal 10, 14, 15, 11, 15 sind 26. Okay, wir müssen... müssen leider zwei Anführer benutzen. Problem ist, er kann einfach bewegen und wird sie trotzdem zerstören mit Nilva. Okay, es ist. Da hätte man sich einiges an Punkten sparen können. Gut, er wird nochmal 2 Punkte kriegen. Wenn wir jetzt den, machen wir 13 Punkte. Kommen wir 25. Da müssen wir mit einer sehr starken Karte aufholen. Ich fürchte fast, das können wir die erste Runde nicht. Wir müssen auch noch was für nächste Runde für den Al-Sur-Push haben. Er hat zumindest keine Anführerfähigkeit mehr. Hey Hyperion. Aber Milva ist halt sehr doof gegen uns, weil er zerstört die ganze Zeit diese Tokens, die wir haben. Und Milena war schon echt übel, weil es reicht ja, wenn man Milva einfach mal so rauszieht. Okay, ich glaube nicht, dass wir Gift großartig bräuchten, wobei es könnte gegen Al-Sur ganz nett sein. Ich würde trotzdem wahrscheinlich Fistig ablegen. Hemmelfahrt gefällt mir ziemlich gut. Ich will aber Ulrich haben. Brauchen Ulrich. Ah, ich würde sagen, wir scheißen auf Gift. Okay, ich wollte nämlich eigentlich mit Ferko XCOM rausholen, noch eine Chance auf Ulrich haben, aber jetzt haben wir mit Ferko XCOM gezogen. Und jetzt haben wir kein Gift im Deck drin. War will be our downfall. This I have seen. 5 Karten für den Ulrich. Gehen wir es ein. Ah, nehmen wir einen Jack. Humanity will perish, while a few survivors run like animals. Ich meine, er wird pushen mit also. Und dann kurz Runde Gord haben wollen. Doch nichts, was ich mit Himmelfahrt wiederbeleben könnte. Ne? Erst nächste Runde mit dem Ritter, wenn wir ihn jetzt ausspielen. Surprise Al-Sur. Komm schon, Kuh. Natürlich ein Skjalde. Na, Skjalde ist nicht gut. Vipern Hexer. Vipern Hexer Mentor oder Kuh. Komm schon, eine von beiden. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Skjalde schon mal nicht weg. Give what we demand and
Wir kriegen definitiv Skialt schon mal nicht weg. Auch so, weil wir haben keinen Angriff in dem Deck. Kein Junior, nichts. Remove his cowl, then his ears. Don't you fret about me. Ich kann uns die Zweier zerstören, das ist auch nicht so schlimm. Ein Gift wäre jetzt halt echt gut. Wir bräuchten eigentlich ein Gift. Das heißt, ich will lieber ein paar Münzen ausgeben. Flamme ist, glaube ich, auch das Beste, was wir ziehen können. Aber es wird trotzdem noch hart. Ich fürchte fast, wir müssten Himmelfahrt die Runde benutzen, wenn wir es wirklich überleben wollen. Ja, können wir mit Takt des Zorns anschießen. Frage ist, ob er sie noch buffen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten buffen wir dadurch. Das heißt, wir würden genau mit einer Münze nicht hinkommen, dass es ausreicht. Weil wenn wir jetzt 7 Karten verbessern und dann 3 Münzen investieren, machen wir 10 Punkte. Wir verlieren aber noch 4 Blutungen mindestens. Also spare ich mir es noch. Altbeschützer. Bitte nicht die Elfen, die heilt. Wenn er jetzt die Heilerin kriegt, wäre es das Schlimmste. Ja, der Beweger ist auch nicht gut. Nimm den Bettlerkönig weg. Nimm den Bettlerkönig weg. Nimm nicht eine der Firestorm-Token weg, weil die Flamme wafft. Ach, Mist. Ich hasse es, wenn Gegner selber drauf kommen. Okay. Vielleicht kann er uns mit dem Gord sogar noch 2-0. Er versucht sogar. Novigrad's a real beauty, excluding the fork, of course. Problem ist, wir haben ja mit Himmelfahrt auch nichts, was wir wiederbeleben können. Wir haben einen Vierer. Ever faithful to the flaming rose. Wie viele Punkte machen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 Punkte. Wir bräuchten aber 20. Also reicht es nicht aus. Wir müssen noch eine Karte ausspielen. Und Ferko hat leider nur noch einmal Gift. Aber... So, ich glaube, wir haben beide nichts mehr. Ein Punkt. Scheiße. Wir brauchen nur Ulrich. Ulrich ist unsere letzte gute Karte. Tag des Zorns. Ulrich ist besser. Kein Ulrich. Mega bescheiden gezogen. Ja, das werden wir leider verlieren. Lüsterin. Okay.
Ja, mit Oneiro hat er noch was. Trüffel hat er sogar noch. Ja, können wir aufgeben. Schade. Aber gut, er hat doch noch mehr in der Runde gehabt. Ja, wir hätten Ulrich ziehen müssen. Wir hätten zweimal den Ritter gebraucht. Wir hatten leider Ulrich nicht für die lange Runde. Was im Prinzip das Hauptproblem eigentlich an Fires from Swarm ist. So, du kannst die lange Runde super mithalten, das haben wir ja gesehen, aber du brauchst halt sowas wie Ulrich. Du musst halt deine Ritter in der langen Runde rausziehen. Und da das Deck sowieso von vornherein wenig Thinning hat, im Prinzip eigentlich nur Bank und XCOM und der Bettlerkönig, wenn er rauskommt, kann es manchmal problematisch werden, richtig gut zu ziehen. Aber es war ein sehr schönes Matchup. Weil Milva war ja. Ha, Milva war echt doof. Den konnte uns die ganze Zeit die Zweier zerstören. Was natürlich für so ein Swarm-Deck auch nicht so gut ist. Es ist halt so lustig, ne? Wie Milva so dominant ist, dass sie halt viele Decks eigentlich so momentan verdrängt. Also Ketulis wird weniger gespielt. Fireswarm gegen Milva ist nicht wirklich sehr angenehm. Milva, Mensch. Aber wir haben Bettlerkönig. Auch Bettlerkönig hier in dem Deck ist absolut stark. Ich mag Fireswarm immer noch relativ gerne. Also ich mag es immer noch als eines meiner lieberen Decks. Und ich glaube sogar die zusätzliche Edition von dem weiteren Hurensohn hat dem Deck nicht wirklich schlecht getan.